Oh, das riecht aber richtig krass nach Banane. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute einmal mit einem neuen High-Protein-Produkt von Lidl. Und zwar gibt es nur bei Lidl den neuen High-Protein-Bananenjoghurt. Aha. Ja, Leute, als Pudding gab es den ja auch mal. Es gab mal so ein High-Protein-Bananen-Pudding von Lidl als Limited Edition. Jetzt mal hier ein Joghurt. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Joghurt-Fan, auch gerade bei High-Protein. Das wird immer so ein bisschen, das schmeckt immer so ein bisschen leicht säuerlich. Wir haben hier einmal 76 Kalorien auf 100 Gramm, davon 0,3 Gramm Fett, also wirklich unter einen halben Gramm Fett, sage ich mal. 6,7 Gramm Kohlenhydrate, davon nur 5,6 Gramm Zucker und 10 Gramm Eiweiß. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Banane, darauf muss ich immer Appetit haben. Deswegen stand er jetzt auch schon eine Woche bei mir im Kühlschrank rum. Aber jetzt teste ich ihn für euch. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. So, dieser Pudding sieht optisch erstmal aus wie ein normaler Vanille. Dieser Pudding, dieser Joghurt sieht erstmal aus optisch wie ein normaler Vanillejoghurt. Oh, das riecht aber richtig krass nach Banane. Also das muss man schon sagen. Als hätte man hier Bananenscheiben reingeschnibbelt. So riecht das schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Stückchen drin sind. Naja, wir werden es jetzt gleich erfahren. Ich rühre den hier mal so durch. Und ja, es sind ein paar Stücke drin. Oh Gott. Oh Mann. Ja, Die man aber gar nicht so merkt, weil Banane an sich ist ja auch ein sehr weiches Obst. Und es hat ein wirklich sehr intensives Bananenaroma. Allerdings ist es halt eben ein Joghurt, er ist sehr fettarm. Es ist sehr wenig Zucker drin und das schmeckt man auch. Man hat hier ein paar Stückchen drin. Aber die fallen hier nur optisch auf. Das schmeckt man auf der Zunge nicht. Ja, es ist halt ein typischer Joghurt. Ich finde es wirklich ein bisschen säuerlich. Es gibt hier ja noch mehrere Sorten von, zum Beispiel Himbeere und Heidelbeere. Und die schmecken wirklich gut. Die schmecken wirklich richtig süß. Aber hier hat man wirklich diesen säuerlichen Joghurtgeschmack noch auf der Zunge. Und ich finde irgendwie so sauer und Banane, das passt nicht wirklich zusammen. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass der ein bisschen milchiger schmeckt. Er riecht intensiver nach Banane, als dass er überhaupt nach Banane schmeckt. Also wenn man daran riecht, denkt man so, oh krass, richtig, richtig viel Banane. Aber wenn man ihn dann isst, dann denkt man sich so, oh, doch gar nicht so doll. Nein, also man schmeckt die Banane schon wirklich raus, aber ich hätte mir ihn jetzt spektakulärer vorgestellt. Ich würde ihm 6 Punkte geben. Die Nährwerte sind immer noch gut. Allerdings gefallen mir die fruchtigeren Sorten besser. Schaut gerne bei Lidl, ob ihr ihn auch findet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute, und schaltet immer wieder rein.